Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Der Opel oder das Opelinchen brauchte oder braucht immer noch, weil ich habe es ja noch nicht montiert, neue Scheibenwischer. Also habe ich jetzt bis in den Sommer gewartet, um Scheibenwischer cool im Angebot zu erwerben. Und das ist mir gelungen. Ich verbaue an meine Fahrzeuge wirklich schon seit Jahren nur noch die Aero Twins, weil die einfach viel besser sind. Ihr kennt ja die alten Scheibenwischer, die haben ja so Metallgestänge, dann gehen da so Führungen runter, dann sind da Gummilippen angesetzt, dann haben die so einen Federmechanismus und die machen Striemen, sind schneller kaputt etc. Also das stimmt wirklich, denn hier ist die PPP. Sache drin. Die Power Protection Plus. Und in dem Fall, bei den Teilen, ist es sogar Evodium-Stahl für eine noch längere Lebenszeit. Und ich bestätige, nachdem ich die Teile montiere, wird das Wischerproblem längere Zeit nicht mehr anstehen. So, wenn ihr also ein Opel habt oder auch andere, weil ihr seht immer auf der Rückseite, seht ihr, wofür diese Teile gemacht sind. Hier fällt Chevys, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Opel, da ist der E und der D, Corsa, Peugeot haben wir auch noch ein paar. Das heißt, an diesen Fahrzeugen wird dieser AM466S Wischer passen. Es ist ein, ich glaube, da steht 650 mm lang, also 26 Zoll und 380 mm langes, 15 Zoll Wischerarmblättchen dabei. Das heißt also, ihr habt ja einmal den großen und einmal den kleinen dann. Einmal für Fahrer und einmal für Beifahrerseite. Und ich kann nur sagen, hier wird euch sogar noch ein Messlatz mitgeliefert. Wie cool ist das denn? Wir brauchen jetzt also kein anderen Messlatz mehr. Auf der Verpackung ist der Messlatz drauf. Aber egal, wir gucken jetzt erstmal rein. So, wir öffnen die Verpackung und schauen mal, was da so rauskommt. Ich sehe den ersten. Der zweite ist irgendwie noch verschollen. So. Ist nur einer drin? Nein, da drunter ist noch einer. So, geliefert wird also so ein langes Paket hier. Cooles Design. Was steht denn noch drauf? Hier, kleine Montageanleitung. Die brauchen wir ja nicht. Ihr guckt ja bestimmt mein Video. Dann Installation. Viele Sterne. Lifetime. Viele Sterne. Wiping Performance. Viele Sterne. High Speed. Viele Sterne. Silence. Viele Sterne. Und ja, das stimmt. Bosch hat wirklich meines Erachtens die besten Wischer im Angebot. Für leises Wischen. Für perfekte Wischleistung. Und für alle Wetter durch gelenkfreie Wischblatttechnologie. Und das stimmt wirklich. Wir haben keine Gelenke großartig mehr, sondern wir haben alles aus einem Guss. Die Lippe ist eingesetzt hier unten in den Wischarm und sie ist ganz gut. Das Gummi, was sie verwenden, ist super. Der Verschluss heutzutage ist auch ganz toll. Ihr müsst es im Prinzip nur noch aufklipsen, rausziehen und könnt es dann wieder reinschieben. Achtet darauf, die große Seite ist für Fahrerseite und die kleine, der ist aber wirklich süß, guckt euch den kleinen Schnucki hier an, ist für die Beifahrerseite. Und wenn ihr die einmal installiert habt, dann könnt ihr, ich glaube, die Wischhersteller sagen immer jedes Jahr wechseln, Quatsch, die könnt ihr mehrere Jahre benutzen, viele, viele Jahre werden die euch dann den Regen und andere Sachen weghalten. Aber das geht echt nur mit den originalen Bosch-Teilen. Also, nochmal. Höchste Wischqualität. Aerotun Wischgum sorgt für optimale Wischergebnisse, bestätige ich. Perfekte Wischleistung an jedem Punkt der Scheibe durch Hightech-Federschiene und aerodynamischen optimalen Profil, bestätige ich. Super geile Dinger, einfach zu installieren. Ihr nehmt sie, ihr holt die alten raus. Da ist so ein Schiebemechanismus drin, der rechten und linken Seite am Wischarm gibt es dann solche Loks, die drückt ihr rein, dann zieht ihr den mit der anderen Hand raus, blub, und könnt dann, passt auf, wenn ihr den Wischarm hochstellt, der könnte runterklatschen und euch das Scheibe kaputt machen, deshalb immer aufpassen dann. Und dann nehmt ihr einfach den neuen Wischarm und schiebt ihn rein, bis er einrastet. Klick, dann ist er drinne. Hier,
sehr gute Sache. Und deshalb sage ich, schaut euch noch das Video an, wie ich es an dem Opel dran mache. Denn beispielsweise, was ich da am Opel mache, geht auch bei Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Peugeot auch so. Und deshalb sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.